Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transportfieber 2. Dieses Mal geht es wieder um Industrie bzw. um Gütertransport. Ich habe hier in Traunstein einen Güterbahnhof errichtet, einen relativ großen. Wir werden noch alle Gleise benötigen und habe auch schon das Gleis verlegt. Hier dieses Mal sogar mit einer größeren Brücke. Ja, es kommen ein paar neue Fahrzeuge dazu. Der Hintergrund ist der, ich möchte von hier das Rohöl hier verarbeiten zu Öl in der Erdölraffinerie, denn wir brauchen das hier hinten in Salzburg, um Kunststoffe herstellen zu können und so unsere Produktionskette weiter fortführen zu können, um im Endeffekt hier Waren herstellen zu können und die danach verlassen zu transportieren. Würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Wir sehen uns gleich wieder. In der letzten Folge habe ich ja mit dem Transport von Erz und Kohle hierher nach Salzburg Stahlwerk begonnen. Das läuft soweit auch. Natürlich ist die Transportkapazität dort ein bisschen gering, weil die Strecke einfach sehr, sehr weit ist. Ich werde da wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Zug mit draufpacken. In der Folge möchte ich aber schon die nächste Industrie anschließen. Und zwar hier benötigen wir Öl. Und wo bekommen wir das Öl her? Wir haben zum einen hier die Möglichkeit aus Rohöl Öl herzustellen und dieses Öl dann natürlich per Bahn, ist klar, mit was sonst, dann hierher zu transportieren, so dass wir alle Rohstoffe haben, Stahl und dann, jetzt, nein, ich sag nicht wieder Plastik, Kunststoff, Öl und Kunststoff, um Stahl und Kunststoff, um dann hier unten Waren herstellen zu können, die wir dann wiederum nach Verlassung transportieren werden. Ist natürlich ziemlich viel hin und her gefahren, aber ich denke auch, dass es so, ja, ordentlich Profit gibt, ne? Apropos Profit, wir können mal ganz kurz auf die Linien schauen. Die Linie, wo wir hier die Rohstoffe hin transportieren, sprich das Erz und die Kohle, die schwankt natürlich stark, ne? Die macht natürlich einerseits viel Gewinn, wenn zum Beispiel zwei Züge hintereinander reingekommen sind. Und andererseits kann es auch sein, dass sie ein bisschen ins Minus rutscht, weil halt länger schon kein Zug gekommen ist. Das wird sich natürlich alles relativieren, wenn wir dort mehr Züge haben, die vielleicht auch schneller fahren. Jetzt ist es aber, weil jetzt fahren ja alle Züge gerade leer wieder zurück. Das heißt, der Betrag geht es natürlich erstmal zurück. Ist klar. So, jetzt geht es hier rum. Jetzt müssen wir natürlich in Traunstein erstmal ziemlich groß umbauen, sage ich mal, dazu. Denn ich plane jetzt hier nicht noch drei weitere Bahnhöfe zu bauen. Wir haben ja hier zum einen den Personenbahnhof. Das passt soweit auch. Den lassen wir jetzt auch erstmal so. Das heißt erstmal, ich hoffe, dass ich den gar nicht umbauen muss. Aber wir müssen jetzt hier mitten ins Industriegebiet. Wir können uns das anschauen, wo Industrie ist, indem man ganz einfach zum Beispiel das Gebäude auswählt. Da sieht man das sehr schön. Also ein Gebäude für LKWs oder Züge halt. Oder halt ganz einfach hier oben nochmal auf den Wert. Und dann sieht man auch, was grün ist, das Wohngebiet. Klar, was gelb ist, ist Industrie. Und das blaue ist halt das Gewerbe. Und wie gesagt, jetzt brauche ich hier den Bahnhof, der zum einen natürlich für das Öl, diese Ölraffinerie mit einschließt, und es macht natürlich Sinn, auch das Sägewerk, so dass, wenn wir dann das Holz benötigen, dass wir da nicht nochmal anfangen müssen mit rumbauen. Also mache ich ganz kurz Pause, wie gesagt, damit die Stadt nicht einfach wieder irgendwelche Sachen baut, und jetzt geht wirklich das große Abreißen los. Die Mittelstücken hier, die müssen alle weg, alles muss weg, und jetzt müsst ihr bedenken, Bahnhofsbau, die Höhen. Ich werde viergleisig machen, denn wir haben ja hier einmal Holz, einmal das Öl, sind zwei Sachen, und dann eventuell, wenn wir das später noch machen wollen, die Werkzeuge und den Treibstoff. Das heißt, wir brauchen bei dem Güterbahnhof mindestens vier, das heißt mindestens, wir brauchen vier Gleise, und die ganze Sache müsste man natürlich auch relativ lang machen, sage ich mal. Ich weiß, es bin, ja genau, lang, Micha, lang, so. Damit dann später auch die großen Züge hier Platz haben. Und die ganze Sache, wie gesagt, kommt halt hier mittig rein. Und was ihr jetzt halt bedenken müsst, ist halt die Sache mit der Höhe. Wenn man jetzt direkt schon an die Straße rangeht, dann seht ihr, dann gleicht sich der Bahnhof von der Höhe an die Straße an. Und wir haben links am Ende links unten so eine Höhenstufe drin, seht ihr das? Und das kann eventuell zu Problemen führen, dann später, wenn wir nach links ein Gleis rausbauen müssen, mit der Straße dort. Achtet dabei darauf, dass es halt nicht ganz hoch ist. Also es wird sich nicht verhindern lassen, dass es zu solchen Abstufungen kommt, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt,
es ist besser, wenn man das vermeidet. Wir brauchen auf jeden Fall in Reichweite, wie gesagt, die Kohle und natürlich halt auch das Rohöl und wie gesagt die Raffinerie. Die ganze Sache aber natürlich auch möglichst ohne großartig hier Gebäude wegzureißen. Gut, ohne wird es nicht gehen, ist klar. Ich gleiche das einfach mal so an, dass wir so mittig kommen können. Genau, sehr schön. Und würde die Höhe... Ja... Ne, den Straßenanschluss möchte ich so noch nicht. Ich baue die Straßen selber um. Ja, okay. Ganz ohne Wegreißen wird es nicht gehen, ne? Ich platziere den jetzt hier. Dann haben wir hier eben... Jetzt haben wir hier natürlich... Hier haben wir jetzt natürlich eine Kante nach oben drin. Aber wie gesagt, es lässt sich halt nicht immer vermeiden. Wobei natürlich so halbe Höhe wäre natürlich besser, ne? Oh Gott, das kostet ja auch so einen Haufen Geld. Oh Mann. Okay, das heißt, ich nehme einfach mal... Wir experimentieren mal ganz kurz mit den Höhen. Okay, wenn wir die Höhe nehmen... Das wäre quasi so ein Mittelfall, sag ich mal, ne? So, dann kommen wir hier ein bisschen hoch. Und hier ein bisschen runter. So, und dann schauen wir uns... Ah, ne, schau, das ist mir noch ein bisschen viel. So, die Höhe sieht gut aus. So, dann gleichen wir das hier höhenmäßig einfach mal so an. Und dann schauen wir, dass wir den Bahnhof dann so hin platzieren können. Genau, so sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, jetzt mittig zwischen die beiden Straßen. Ja, wir können noch ein bisschen nach links. Ja, so passt das perfekt mit den Häusern, die unten links stehen. Ne? So, jetzt schauen wir, dass wir da noch einen Straßenanschluss hinbekommen. Okay, das ist ein bisschen knapp. Müssen wir was wegreißen? Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht... Ja, okay. Ganz ohne geht's halt nicht, ne? Ne, das reiße ich nicht weg. Das ist zu teuer. Gut, im Prinzip spielt das Geld an sich ja keine Rolle. Was ist denn das? Warum haben die da so eine Straße? So, dass es wenigstens einigermaßen aussieht, ne? So, jetzt brauchen wir die Straße hier auch noch und die ziehen wir einfach so mit. Obwohl, wenn wir das... Ah, so sieht es besser aus. Lassen wir so. So, jetzt kontrollieren wir nochmal schnell. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Sägewerk mit dem Einzugsbereich drin. Das heißt, das können wir beliefern. Beziehungsweise dort halt dann Holz abholen, wenn wir es denn beliefern. Und jetzt brauchen wir natürlich hier auf der anderen Seite auch noch einen Anschluss. Denn wir brauchen ja auch die Ölraffineriefeine. Jetzt brauchen wir die ja. Jetzt haben wir hier natürlich auch wieder einen Höhenunterschied. Ja, wird auch wieder teuer. So. Na, das machen wir auch mal weg. So, jetzt schauen wir uns das mal einfach. Und da ist jetzt wieder so eine Straße, ne? So, wir können das jetzt so anschließen. Und jetzt konfigurieren wir uns den Bahnhof. Indem ich im Übrigen schon wieder mit Oberleitung gebaut habe. Aber wir hatten ja letztens schon, dass man das auch wieder... Konnte man das wieder wegmachen? Moment, doch, das konnte man wieder wegmachen. Da habe ich ja letztens fälschlicherweise den Bahnhof abgerissen. So, Oberleitung, nein. Genau, Gleismodifizierung, Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Genau, jetzt machen wir die Oberleitung einfach wieder... Selbst das Oberleitung wegmachen kostet Geld. Voll frech, voll dreist. So, okay. Konfigurieren wir den Bahnhof. Jetzt brauchen wir natürlich keine weiteren Plattformen etc., sondern wir brauchen ein Transportgebäude. Wir nehmen einfach mal hier das kleinste. Und das platzieren wir einfach... Ach, wir platzieren das mittig. Mittig sieht immer besser aus, oder? Das platzieren wir jetzt einfach hier am Rand. Und sorgen jetzt dafür noch... dass wir da einen Straßenanschluss haben. Und schon... Moment, ich möchte es wirklich auf derselben Höhe haben. So.
wie gesagt, jetzt hier einfach nur ein Stückchen Straße lang ziehen. Und das dann hier verbinden. Nein, das sieht doof aus so rum. So habe ich mir das vorgestellt. Okay, das einfach verbinden. Und schon haben wir auch die Ölraffinerie mit dem Einzugsbereich von unserem Bahnhof hier drin. So, dann sind wir mit dem Bahnhof soweit jetzt erstmal fertig. Was ich aber gleich noch... Oh, obwohl, eigentlich ist das egal. Ne, machen wir nicht. Machen wir auch erst, wenn wir dann soweit sind. Aber wir können jetzt hier natürlich noch dahergehen, damit es halt ein bisschen schicker aussieht. Das hier gleich noch angleichen. Gut, hier vorne brauchen wir es jetzt eigentlich noch nicht angleichen. So, hier auch noch mal ein bisschen schick machen. Okay, sehr schön. So können wir das lassen. So sieht das ganz gut aus, denke ich. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt bauen wir das Gleis. Und das schließt man natürlich... Alles andere würde keinen Sinn machen. Das schließt man einfach hier an diese Hauptstrecke mit an. Wir können mal das Spiel weiterlaufen lassen. Schließt man hier an die Hauptstrecke mit an. Damit wir auch hier natürlich das Gleis nutzen können, denn da haben wir ja Platz für weitere Züge, ne? Also macht es halt echt keinen Sinn, hier parallel nochmal ein Gleis lang zu ziehen, ne? So, auch hier nehmen wir jetzt erstmal nur ein Gleis, denn wir brauchen hier alle vier Gleise, früher oder später. So, keine Oberleitung, sehr schön. Hochgeschwindigkeitsstrecke, sehr schön. So, dann ziehen wir jetzt hier einfach ein Gleis raus. Okay, neue Fahrzeuge. Ah, okay. Sehr viele neue Fahrzeuge. Ah, endlich vernünftige Waggons. Schaut euch das an, der BC4. Sehr schön. 120 km/h. Werde ich aber die Folge noch nicht machen, mache ich dann das nächste Folge. Opel Blitz, Opel Blitz. Freut mich total. Mache ich dann nächste Folge. Jetzt bauen wir aber erstmal die Linie fertig. Was heißt fertig? Wir haben ja gerade das angefangen, ne? So, gehen wir noch ein bisschen rüber. Obwohl, machen wir mal mindestens 150 km/h, war. So. Okay. Jetzt runterwärts. Da haben wir ja ein Bahngleis von unserem Personenzug. Da müssen wir jetzt natürlich schauen. Oh, da müssen wir jetzt mit einer Brücke drüber gehen, ne? Das würde am meisten Sinn machen. Beziehungsweise, das ist das einzig Logische. Man könnte natürlich auch mit dem Tunnel drunter durch, aber ihr seht schon. Diesmal machen wir das als Brücke. Aber ich werde mal hier das mit der Entfernung mal versuchen. So, wenn wir jetzt das nur so machen. Obwohl, wir kommen schon. Das könnte sogar schon hinhauen. Ich versuche es einfach mal, ob man jetzt hier schon zu einer Brücke kommt. Nein. Ah, doch, 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 doch. Ist also eine Frage der Entfernung, ne? So, aber wenn wir das jetzt absenken... So würde es eigentlich erst schick aussehen, ne? Weil so gehen wir jetzt ja noch bis nach, noch weiter nach oben. Okay, macht nichts. Müssen wir hier nochmal ein Stück wegmachen. So, und machen das schon mal ein bisschen früher. So, genau so, dass wir hier im Prinzip jetzt, Moment, die Brücke haben. Absenken machen wir nicht und bauen das jetzt so und gehen jetzt hier einfach nur drüber und senken das natürlich wieder ab auf eben. Und das bauen wir genau bis vor das Gleis. Ziehen das eben rüber. Na, auf die kurze Entfernung ist das mit dem Einrasten bei gerade ein bisschen schwierig. Oh, ich sehe gerade, ich baue das die falsche Brücke. Ich baue die falsche Brücke. Kann man die Brücken auch modernisieren? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das ging, glaube ich, nicht wahr, oder? Ging das? Ne, wir können nur wieder die langsamen Gleise machen. Brücken modernisieren geht leider in der Form nicht. Okay, aber theoretisch, dann probieren wir gleich was aus, wenn wir dann soweit sind. Oh, was wir hier für einen Höhenunterschied haben. Obwohl, da wird die Brücke dann halt hier komplett rüber gehen, ne? Wird eine hohe Brücke werden. Wird eine hohe Brücke werden.
So, jedenfalls gehen wir hier auf jeden Fall noch eben rüber. So. Und schauen uns dann an, dass wir das schon absenken. Genau, ich möchte keine Kurve. Oh, fast ein Aquädukt, ne? So, wo ist jetzt hier unser Gleis? Okay, da kommen wir. Hier so mittig wäre ganz gut, glaube ich. Das sieht also okay aus. So, jetzt werden wir das hier natürlich absenken. Das reduziert unheimlich die Baukosten. Wir können das auch schon vorher... Ne, das bringt uns nichts, ne? Ja, ich will mal was probieren. Ich lasse das jetzt mal noch auf der Brücke und probiere dann, wie gesagt, gleich was. So, jetzt ist hier ganz ratsam, dass er einfach ganz kurz das Gleisbautool zumacht. Und nochmal die automatische Höhenanpassung mitnimmt einfach. So, was ich jetzt probieren wollte. Jetzt habe ich ja die Brücke so gebaut, aber ich glaube, wenn ich das jetzt wegmache. Ja, ja. Was passiert jetzt, wenn wir die jetzt quasi automatisch bauen lassen? Beziehungsweise, das Stück lassen wir jetzt. Darum geht es mir jetzt gerade. Jetzt schließen wir das hier wieder an. Nehmen jetzt die moderne Brücke. Ja gut, das funktioniert schon. Warum soll das nicht funktionieren, ne? Okay. Weil Hintergrund ist, wenn ihr die Brücke dann komplett wegreißt, wenn ihr die modernisieren wollt und das einfach nur rüberzieht, dann funktioniert es nicht. Dann kann es sein, dass ihr höhenmäßig wieder Probleme bekommt. Also lasst notfalls so ein Mittelstück, den höchsten Punkt oder sowas, lasst den stehen. Jetzt habe ich da einen Knick drin. Habe ich da tatsächlich einen Knick reingebaut, ja? Ja gut, das bleibt dann jetzt halt ein Knick, ne? Nein, das geht nicht. Wir können da keinen Knick drin lassen. Tut mir leid. Das geht einfach nicht. Ah, der Knick war schon hier. Super. So, wenn wir das gerade Stück da nicht mit einbauen. Ja, passt trotzdem. So, okay, jetzt passt es soweit. Was kostet die Brücke jetzt? Schnäppchen, 807.000, ne? Aber okay, ist halt nun mal so. So, jetzt, wie gesagt, jetzt geht es darum, dass wir das hier an das Gleis anschließen. Und ich möchte das mittig machen, das müssen wir nur... Oh. Okay, hier schließen wir kein Gleisdoppelt an. Da kommt der Berg da genau so, das ist ja voll ungünstig. Ja, okay, dann werden wir das so machen, dass wir das hier halt nehmen. Um dann hier um den Berg drum herum zu kommen. Verläuft die Strecke doch relativ weit parallel, ne? So, machen wir folgendermaßen. Ich ziehe dann hier einfach ein Gleis mal weg. So, und jetzt müssen wir natürlich noch auf das andere Gleis. Ach, und da sehe ich schon, da haben wir was, was ich überhaupt nicht schaut her. Ah, also man kann das bauen, aber es sieht halt unmöglich aus, ne? Okay, wir haben hier nochmal einen kleinen Hügel drin, das werden wir also nicht machen. Hätte natürlich jetzt hier schön gepasst, ne? So, aber hier ist eben, einigermaßen eben. Das heißt, wir ziehen das hier raus. Ja, wir brauchen gar nicht so weit rumgehen. So dürfte reichen. Dann gehen wir hier an dem Hügel lang, an dem Berg lang. So, und jetzt die ganze Sache. Fangen wir auch hier an. Nochmal von dem anderen Gleis aus. So. Das können wir jetzt erstmal so lassen. Jetzt bauen wir das Gleis erstmal weiter. Jetzt kommt im Übrigen bei der Strecke zum ersten Mal was zum Tragen, was ich bei Transportfieber überhaupt nicht mag. Das war ja schon im ersten Teil so. Okay, hier gehen wir mal ein bisschen drumrum. Okay, da sollte man nicht gleich wieder so weit rangehen.
So, das zeige ich euch gleich oder erkläre es euch gleich, wenn wir das hier soweit fertig haben. So, wie schaut es aus, wenn wir das gleich da drauf ziehen? Wahrscheinlich unmöglich. Moment. Ja gut, wir haben halt da so einen Einschnitt, aber den werden wir sowieso haben, ne? Ja, das, ach, das ist okay. Obwohl, wir kommen mit dem anderen Gleis links davon, ne? Ja. Ja gut, wir können es doch einfach so draufziehen, was soll's. Ja gut, dann ist doch schon relativ viel, ne? Ach, Moment, ich muss das Gleisportal mal zumachen. Ah gut, es bleibt bei gerade. Okay, jetzt haben wir hier natürlich nicht mehr so einen weiten Einschnitt. Dafür haben wir jetzt hier einen Buckel drin. Okay, das ist dann so. So, und zwar, wir wollen das ja natürlich jetzt noch zweigleisig ausbauen, ist ja klar, ne? Und jetzt ist halt das, wie gesagt, was mir nicht so gefällt, das kommen wir hier mit unserer... Obwohl, das Stück brauchen wir eigentlich nicht komplett zweigleisig ausbauen. Wir müssen nur schauen. Also komplett brauchen wir das nicht zweigleisig, weil so viele Züge werden hier dann nicht fahren. Ja, dann umgehen wir das, weil Hintergrund ist der, wenn ich das Gleis jetzt zweigleisig ausbaue, bis zum Bahnhof, dann haben wir quasi die Fahrstrecke zweispurig und der Bahnhof, wo die Linie anhält, die ist einspurig. Also das gibt es in echt nirgendwo. Die Bahnhöfe haben immer mehr Gleise nebeneinander als die offene Strecke. Weil man halt innerhalb einer Linie den Zügen nicht sagen kann, dass sie auf mehreren Gleisen hier halt anhalten sollen, ne? Okay, also wie gesagt, wir brauchen die Strecke hier nicht komplett zweigleisig. Werde ich also entsprechend auch nicht machen. Wir werden einfach hier gleich am Anfang mit dem zweiten Gleis, das werden wir nicht zu lang ziehen können, ne? Lass mal das so gleich hier rauskommen. So, machen das bis zur Straße und ziehen es dann wieder auf das Hauptgleis rauf. Ihr seht schon, mit den Hochgeschwindigkeitsstrecken kann man viel weitere... Okay, das habe ich jetzt, glaube ich, übertrieben. Kann man viel weitere Weichen bauen. Wobei jetzt hier der Abstand doch ein bisschen arg groß ist in dem Buckel. Bauen wir das noch zu Ende. Ja, so ist es besser. Schaut, dann haben wir auch wenigstens die 300 km/h, ne? So, dann haben wir hier einmal ein Ausweichgleis. Dann werden wir hier nochmal eins machen und dann hier in der Mitte nochmal eins, ne? Kann ich jetzt einfach mal so sagen. Oh, hier werden wir nicht auf 300 km/h kommen. Gut, 300 km/h ist jetzt bei den Güterzugstrecken eigentlich vollkommen egal, ne? So, okay, das zweite Ausweichgleis. Und wie gesagt, hier in der Mitte nochmal eins. Obwohl, Na, schaut, wir können jetzt ja hier eh schon zwei Züge. Drei Züge, ja. Ja, das reicht. Und falls es nicht reichen sollte, bauen wir es dann später nochmal um. Wir können ja das hier noch ein bisschen zweigleisig ziehen. Und packen das jetzt drauf. Genau, mach's noch länger. Oh, hier bekommen wir schon wieder Probleme. Seht ihr das hier, diese Stufenbildung? Das ist echt immer eine hässliche Sache. So, jetzt haben wir natürlich nur 112 km/h. Kriegen wir das besser hin, wenn wir das länger machen? Geschwindigkeit ist super, aber Stufenbildung. Schön, dass das jetzt damit anfängt. Bei den ersten Strecken hatten wir das ja so nicht, ne? So, dann mache ich das einfach. Ich versuch's mal. Ich ziehe das einfach nochmal ein bisschen so, ne? So.
So, jetzt werde ich das auch gleich da drauf packen. Und schauen uns das jetzt nochmal an. So, und schon haben wir keine Stufenbildung mehr. Das nenne ich mal weiche, ne? Absolut Durchschnittlichkeitsweiche. Okay, passt. Damit haben wir die Strecke soweit fertig. Jetzt müssen wir uns natürlich um die Signale kümmern. Denn wir haben jetzt ja das Problem, dass jetzt, ich mache mal ganz kurz Pause, dass der Zug jetzt blockiert uns jetzt im Prinzip natürlich dieses Gleis und zusätzlich auch noch dieses Gleis. Das wollen wir natürlich nicht. Denn wir müssen zum einen natürlich schauen, dass wir mit dem Zug hier rüberkommen und mit dem Zug auch hier hoch. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir die Signale, ich fange mal von der anderen Seite aus an, Spiel können wir mal weiterlaufen lassen. Oh, ein bisschen langsamer, wir haben so viel Geld. Ich vergebe erstmal die neue Linie. So, wir starten hier und landen wieder in Salzburg. Da ist unser Ziel. Das heißt, die Strecke jetzt, wir haben Güter. Genau, Train, ne? Traunstein nach Salzburg. Und es handelt sich um Öl. So, okay. Das passt soweit. Jetzt bleiben wir einfach bei dem Prinzip, dass wir das rechte Gleis zur Hinfahrt nutzen und das linke zurück. Das heißt, wir brauchen hier zum einen das erste Signal in Richtung Traunstein wird es platziert. Und das zweite Signal in Richtung Salzburg, das platzieren wir hier. So, jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier auch was. Bedenkt sowas halt auch. Jetzt fährt ja hier, fahren jetzt ja Autos drüber, über diesen Bahnübergang. Wenn ich jetzt das Holz per LKW hierher bringen möchte, dann werden die LKWs hier warten müssen. Das kostet natürlich Geld, ne? Ist klar. Beachtet sowas beim Bauen. Gut, ich glaube, solche Tipps brauche ich jetzt nicht mehr, eigentlich nicht mehr jedem so, ne? Wir spielen es jetzt, glaube ich, schon ein bisschen länger, zumindest ausreichend lang. Beziehungsweise spielt ihr ja vielleicht eh. So. Dann müssen wir schauen, wir brauchen hier natürlich jetzt ein Signal. Und wir brauchen hier ein Signal. So, jetzt haben wir schon mal erreicht, dass wenn jetzt hier ein Zug fährt, auf diesem Zwischenstück, hier unten, dass der Zug hier immer noch fahren kann. Moment, wir schauen uns mal die Linien an, schaut her. Der Zug kann dann immer noch fahren. Allerdings sollten wir hier jetzt auch nochmal eine Unterbrechung reinmachen, dass wir im Prinzip wirklich dieses Stück als einzelnen Bereich haben, wo halt immer nur ein Zug drin sein darf. Nicht, dass es zu Problemen kommt. Entsprechend werden wir hier auch ein Signal platzieren. So, jetzt haben wir im Prinzip das so gemacht, dass es hier unterbrochen ist. Also nach Salzburg fahrend. Und dasselbe brauchen wir jetzt im Prinzip auch nochmal in die andere Richtung. Dass wir hier auch nochmal Signale platzieren. Erreiche einen Emissionswert von 80 in einer Stadt. Oh, das ist aber eine coole Errungenschaft, ne? So, jetzt müsste man natürlich um das Stückchen hier, müsste man jetzt hier eigentlich auch nochmal ein Signal platzieren. Aber wenn dann hier tatsächlich ein Zug warten sollte, blockiert er uns auch die untere Strecke, wollen wir nicht. Wir lassen das mal so und ich beobachte die ganze Sache. Aber so lang ist das Stück jetzt hier ja nicht, ne? Wobei das Stück hier schon lang ist. Und wenn hier ein Zug drin steht, würde der ja dann das hier blockieren. Okay, dann werde ich hier einfach doch mal ein Signal platzieren. Aber wie gesagt, ich beobachte die ganze Sache. Dann haben wir jetzt hier so einen Block, wo halt ein Zug reinpasst, der halt warten kann. Allerdings kann es uns passieren, dass hier ein Zug reinfährt.
Auch hier wäre jetzt wieder die kompliziertere Signalsteuerung von Workers und Resources. Super Sache, ne? Einfach ein Chain-Signal platziert, sprich hier ein Chain-Signal hin und schon fährt der Zug hier nicht ein, falls hier eine Blockade ist. Die Möglichkeit haben wir hier nicht. Ja, hier ist es zwar einfacher, das Schienen zu bauen, ne? Aber, so, okay. So viel dazu, die Strecke steht. Jetzt werden wir da auch noch Züge fahren lassen. Wir haben ja auf der anderen Linie... Ach ne, wir brauchen noch gar keine Züge fahren lassen. Ne? Denn wir bringen hier ja noch kein Öl hin. Okay, dann sind diesmal keine neuen Fahrzeuge dazugekommen. Ich werde die Runde trotzdem beenden. Damit wir zeitlich nicht zu sehr überziehen. Ja, ihr wisst, wie das immer ist. Wir haben ja hier Sendezeiten und sowas. Nein, Spaß haben wir nicht, aber es soll sich ausgehen. Okay, bleibt einfach dabei in der nächsten Folge. Lassen wir dann hier Züge fahren und kaufen hier Fahrzeuge. Würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ciao, bis zum nächsten Video.